Ich begrüße euch alle recht herzlich auf FLP Nähe TV, Newsletter 2017 November. Erstmal vorweg, es hat sich die Schriftstellerin Anne Flock angekündigt, mit der ich ein kleines Interview führen werde. Und sie wird Anfang des Jahres, Januar, wird sie hier in den Räumen eine Vorlesung halten von ihr neuem Buch, das fünfte, was sie geschrieben hat. Dann werden wir eine interessante Person, eine Persönlichkeit hier treffen, Rita Flint. Sie hat sich vor kurzem selbstständig gemacht, arbeitet aber schon seit Jahren als Buchhalterin und möchte Firmen beraten, unterstützen und eine Philosophie nahebringen, die man braucht, um wirklich mit dem Erfolg, den man hat, zu leben und zu sehen. Wie ihr so mitbekommt gerade, sind hier viele interessante Menschen unterwegs. Ich lade euch auch ein für ein Interview bei mir über deine persönliche Entwicklung, für deine Geschichte. Hier treffen wir viele persönliche Menschen, auch interessante Menschen. Was haben sie gemacht? Was tun sie? Wofür stehen sie ein? Das vergessen wir immer wieder. Und wir meinen immer, Persönlichkeiten wohnen ja, in Amerika oder in Holland oder in Belgien oder fragt den Henker wo. Nein, sie leben eigentlich ganz dicht bei uns. Und jeder hat die Möglichkeit. Und jetzt komme ich nochmal darum, wo es zugeht, den Newsletter November 2017. Wir haben wieder unser traditionelles Familienstellen wie jeden Monat. Diesmal am 25. November von 9 bis um 16 Uhr hier in der Wimmerster Straße. Ich habe schon sehr viel über Familienstellen gesprochen, werde ich auch weiterhin machen, weil es immer ein wunderbares Thema und ein sehr interessantes Mittel ist, seine Persönlichkeit zu verändern. Dann habe ich zu sagen, unsere Dienstagsrunde, die unter dem Motto steht, lerne mehr von dir, die immer mehr gut angenommen wird. Kann ich sagen, lerne mehr von dir, was ist das? Es heißt, lerne von dir, also von deiner eigenen Person, wie du hier kommst. Lerne, wer du bist, lerne hier, was du machst. Es ist ein Weg der Selbsterkenntnis herauszufinden, was meine Aktionen und Reaktionen bei Menschen auslösen und zweitens, was sie bei mir selber auslösen, also bei euch selber. Und wie kann ich hierdurch mein Erfolg im Leben, es ist nicht unbedingt der finanzielle Erfolg, sondern es ist der ganze Erfolg, den wir haben, wie er sich verändert und wie er sich steuern lässt. Das ist, was wir hier jeden Tag in der Dienstagsrunde zelebrieren. Dazu haben wir auch noch, also die Dienstagsrunde wäre am 7. und am 21. November. Und weiter unser Reiki-Abend, der auch schon traditionell ist, der über 15 Jahre schon stattfindet, ist am 1., den haben wir schon gehabt, der war gestern sehr gut besucht. Am 15. und am 29. November ist er wieder am Start. Was ist Reiki? Reiki meint alle viele Humbug oder Zauberei oder Voodoo. Nein, Reiki ist eine universelle Lebensenergie, die wir immer in uns haben und hatten. Und hier geht es, diese Lebensenergie wieder zu erwecken, aufzuwecken, mit dieser Energie zu arbeiten, unseren Energiefluss zu stärken. Wir meinen immer, heute in heutiger Zeit gibt es auch viele Nahrungsergänzungsmittel oder dies oder das oder Pillen, um dass wir eigentlich viel mehr Power haben. Wenn wir aber unsere eigene Energie wieder in uns retten, die wir durch Denken, durch Erlebnisse blockiert haben, nicht fließen kann, ist auch klar, dass wir dann nicht in den richtigen Strom kommen. Und dazu lade ich euch ein, Reiki zu erleben, Reiki zu spüren. Und ich lade euch sowieso ein, wenn ihr möchtet, euer Leben neu zu gestalten. Das heißt nicht, dass euer Leben jetzt blöde gewesen ist. Ihr könnt ja sehen, dass euer Leben gut gewesen ist. Warum? Ihr lebt ja noch. Aber es geht mir nicht darum zu urteilen, wie, wo oder was. Mir geht es, das Leben immer noch die Krone aufzusetzen. Dass ihr am Ende eures Lebens oder dass ihr nach wenigen Wochen schon sagen könnt, ey, es ist eine Bereicherung, dass ich hier bin, dass ich lebe. Und ich verstehe jetzt eigentlich viel mehr als vorher. Vorher habe ich nur funktioniert. Funktioniert in einem Getrubel, was gesteuert wurde von Medien,
von Zeitschriften, von allen drum und dran. Auf einmal merke ich, ey, ich habe dieselbe Punkte, die ich drücken kann bei mir und es geht voran. Und jetzt mache ich mal schon wieder noch eine kleine Vorankündigung. Zwischen den Feiertagen findet wieder das traditionelle Seminar statt oder wir nennen oder Workshop, Die Kraft in dir. Es geht diesmal wiederum um Reiki. Reiki, wie wende ich Reiki an, wie lebe ich mit Reiki? Reiki mal einen Tag zu spüren, von nachmittags 15 Uhr bis abends um 21 Uhr. Es dreht sich alles um das Motto Reiki. Anfangen zu erfahren, zu erleben. Und ich danke euch, dass ihr zugehört habt und wir sehen und hören uns. Bis zum nächsten Mal.